Mutfaktan gör. Kaç 150. Ben 150. Oh, servus Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem neuen Video auf meinem Kanal. Meine Damen und Herren, wie ihr sehen könnt, ist heute Ömer Abi mit dabei. Wir drehen heute eine behinderte Asi-Runde, wo ich sogar diesmal zwei Kameraperspektiven dabei haben werde. Ömer Abi, gell, gell? Gell, gell. Auf jeden Fall, Ömer ist back in the house, gell. Merhaba Almanya. Hello, ich bin Omar. Er hat auf jeden Fall einen Scooter geholt. Das Auto kostet hier in der Türkei 250.000 Tele. Dieses Auto hat einfach 150 PS. Hat Stage 1 fahren und ist richtig laut, Digga. In der Türkei kennt ihr die Tuning-Szene und so. Ich würde sagen, Bro, steigst diesmal bei Ömer Abi ein, der Rest steigt bei mir ein und dann drehen wir das Video. Bleibt gespannt und falls ihr mehr solche Videos und Videovorschläge für mich habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Deshalb, Freunde, bleibt gespannt und wir nehmen euch mit. Junge, schaut's mal bitte an, wie Ömer Abi da sitzt. Digga, der Typ liegt halt und fährt so seinen Wagen. Er hat sie sogar einfach Sportgurt, stark, wählt mich aber auch gut. Ey Kuday, kann böyle Sport derken öyle oluyor, anladın mı? Freunde, es beginnt, Digga. Başlıyoruz. Evet, 1.4 Eco Turbo 150 beygir. Bunu buldum, iyi gidiyordu. İşte bu. Şu an dip gazdayım, en sonları. Bro, ich bin aufgeregt, ich weiß nicht warum. Angst, dass mein Auto mir wegrutscht. Tüsten geçti değil mi? Ne? Aa, şu an yasak, her şey illegal. Abi şu an hepsi illegal benimkisi. Hiçbir şey resmi değil. Bak bir şey değil mi? Freunde! Hört gut zu, das geht nur an euch! Bizi bu drone yapmak istiyor. Nasıl dönüyor pezem o? İyi kaydı mı? Ne kaydı lan? Freunde, was geht's ab in der Türkei, Digga? Ich bin verrückt, Digga. Ich liebe dieses Auto. Çok zor.
auch ab. Wallah, Digga, der geht. Emre abi geht richtig ab. Eksoz yok mu lan? He. Eksoz var mı bunda? Var. Lan daha güzel bir şey taktı lan buna. Yanan hayallerdi, siz lastikleri gördünüz. Ben onu lastiğe geçiyordum. Oh, 130 Grad. Ich weiß nicht, warum der hier so warm ist, aber das ist gerade 130 Grad und das ist gar nicht gut. Ich ziehe jetzt einen richtig langen Burnout nur für euch. Biraz patattı bakalım be. 2 yıl önce aldım 102 milyara. Şu an 260-250 milyar yapıyor. Arap piyasa çok uçtu, çok uçtu. Çok uçtu maalesef ki ya. Ekonomi çok kötü burada. Evet abi. Bak normalde mesela ben burada 102 aldım. Burada en fazla 110, 105, 100, 95 etmesi lazım. 1000'den sonra maalesef ki öyle. Yani sen satsan... 2,5 kat kâr edeyim ama alacağım araba da yükseldi. Aynı şey olacak. Ama şöyle söyleyeyim, satsan... 10 tane araban olsa para kazanırdın. Şimdi evet, benim bir tane arabam var ya, o yüzden kazanamıyorum mecburen. Benim altın arabam olması lazım. Angegangen. Neyse ben kapatayım, ben açmayacağım. Arabam iki kere bağlandı burada, otopark götürdüler. Ceza Türkiye gittin, söktürdün, daktırdın. Her şey illegal, bu illegal, bu illegal. Ses illegal. Her şey illegal. Wir müssen abkühlen. Duralım az. Motorun lambası yandı abi. Çok yandı, yandım çok gibi ya. Olma. Vur, çöğüş yok. Bak mesela benim amcamın oğlu araba aldı. Mehmet'i gördünüz değil mi? BMW'si olan. Evet. O 310 aldı, şu an 550-600 oldu şu an 212'si. Oh Digga, ich bin richtig abgefuckt. War erst letztens in der Werkstatt. Jetzt schon wieder so eine miese Scheiße. Ich hab keinen Bock, irgendwo stehen zu bleiben. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Danke, valla ich lieb ihn, valla ich lieb ihn, valla. Biz babadan böyle gördük. Oh, çok sağ ol abi, hiç gerek değil ama. Güneş'im biz gidelim mi? Siz gidin o zaman abi, seni hiç tutmayayım ben. Bebeğim, yarın görüşürüz. Arabanı al gel gösterin sadece. Bunu da al sen beni. Horoz, deniz horozu. Çok sağ ol abi. Tam denizli de oldum abi. Ich habe mich 5 Flat PS geil, aber der ist dann echt schön, er ist echt korrekt, Digga. Schau, ich hab Plus gemacht. Und Bronze sieht gerade einfach aus wie Clown, Digga. Scheiß drauf, Digga. Ja, den ist ein Sport, Digga. Einfach Motorkontrolle ist angegangen. Ich hab jetzt Angst, noch weiter zu drücken. Bro, das Ding ist, der war bei 130 Grad und ich hab trotzdem einen Burnout gezogen und dann ging die Motorkontrolle an. Wegen dem scheiß Asphalt, die war die ganze Zeit durchdreht, Bro. Ihr glaubt mir nicht. Ja, Freunde, wir beenden schon mal für heute das Video. Es tut mir sehr leid, Digga. Das war so eine krasse Assi-Runde. Ich schwör's euch, ich war in meinen eigenen Filmen. Dass sogar meine Motorkontrollleuchte wieder angegangen ist. Freunde, ich bin gerade im Schnitt und drehe das Video gerade aus Alanya für euch. Ich habe vergessen, mein Auto nur zu drehen, weil ich so abgefuckt war. Was danach passiert ist, dass meine Motorkontrollleuchte nach 2 Tagen dann irgendwie ausgegangen ist. Ich denke einfach nur, es liegt an der Hitze plus an dem schlechten Benzin. Genau das meine ich nicht. Was für Vollidioten eigentlich hier alles gibt. Nachdem ist nochmal einiges passiert, meine Motorkontrollleuchte, und da gibt es auf jeden Fall einige Geschichten. Ich bin jetzt noch in Alanya, ich werde morgen nach Antalya fahren und wie gesagt werde ich euch dieses Video aufnehmen von der Türkei nach Deutschland. Zeit, Freunde, gebt diesem Video einfach einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Video bis jetzt angesehen habt. Es wird noch einiges auf euch zukommen. Macht es gut, ich küsse eure Köpfe. Bye, bye.